Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf Kurdo, Bomboleo heißt der Song, produced ist das Ganze bei Fousey und Wave. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Checkt immer gerne ab, auf was ich schon alles reagiert habe. Und ballert mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Neue Release-Woche, das heißt neue Reactions und ich wollte mit Kurdo starten. Wir gehen ganz kurz in die Infobox und dann gehen wir rein in den Song. Machen wir hier direkt mal ein bisschen lauter, nicht, dass wir es gleich vergessen. Kurdo sehe ich hier, Bebe. Ich muss sagen, boah, Favorite von Miserable gibt einige, war ein sehr geiles Album, aber wow, 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 wow. Von Raben umzingelt, von Schlangen vergiftet. Das auch, Gift ist so ein geiler Song, habe ich so oft gehört. Videoproduktion, WSW Studios, schöne Grüße an den Bruder. So, Mix Mastering ist von Jan Magdewski. Ihr wisst Bescheid, produced haben wir schon gesagt, ne? Wir gehen rein. Okay. Irgendwie gar nicht. Ah, wobei, Bomboleo, Titel sagt schon irgendwie so, dass es so in eine melodische Richtung gehen wird. Hab aber trotzdem gerade gar nicht jetzt so mit was Melodischem gerechnet. Aber okay, freu mich. Zum Beispiel hier, Bebe war ja auch mehr so in der Richtung. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. So. Abfahrt. Ermex, Barça, rote Augen unterm Kasal, schwarze Haare so wie Tatsa. Okay. Einstieg Ermex. Hat mich gerade an irgendwas erinnert. Ich komme gerade nicht drauf. Freunde, ich hab eine Line im Kopf. Ich mach das gleich. Das können wir ab und an gerne in Videos machen. Ich sag euch von einem Rapper jetzt hier heute Kurdo ein, zwei Zeilen und ihr müsst erraten, welcher Song das dann ist, ja? Machen wir gleich. Aus der Gosse wie Drogba. Slumdog, kein Popstar. Lang lebe Toni Sosa. Lang lebe Toni Sosa. Bin am Block mit Rashid. Kommt gut. Kommt auf jeden Fall gut. Ich gebe euch jetzt einen. Ne Line, ich überlege gerade welcher Song, aber solltet ihr eigentlich wissen, okay? Denn der Rapper aus der Top 10 ist ein Moslem, auf der Flucht über ihm Helikopter, ein, zwei Bretter. Und dann fliegt auch dein scheiß Backup und dein Leibwächter, Kurdo, bester Typ, ich bin ein Ex-Asyl, ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Bruder, das war viel zu lang, aber schreibt mal rein, welcher Song das ist. Gibt locker den einen oder anderen, der den Song noch kennt. Checkt auf jeden Fall ab, Kurdo hat da einen sehr geilen Part. Ich bin am Block mit Rashid, durch meine alle Police. Wesh, wesh, ich kämpfe für mein Team. Champions League, aller Champions League, ey. Digga, der Song kommt gut, Sound kommt gut. Ich muss wirklich sagen, Kurdo, als er so sein Comeback auch gegeben hat, man merkt, er geht auch oft öfters in diese melodische Schiene. Das war ja damals nicht so. Und ich muss wirklich sagen, diese Schiene hat er auch gut drauf. Klar hat er das damals auch gebracht, ich weiß. Ja, Salam, Platin-Rapper hier, ja. Aber er hat das nicht so oft gebracht, das meine ich. Habiba Bamboleo. Ich bin nicht dein Romeo. Loco, loco wie Montana. Okay, sind wir, glaube ich, jetzt gerade in der Pre-Hook. Drums mehr so im Hintergrund. Beat wird ruhiger, Pre-Hook kommt, Hook wird bestimmt abgehen. Zum Beispiel war ja auch mit Capo Awimbawe, was auch ein richtig geiler Song ist. Da hat mir Capos Part richtig gut gefallen. Auch so in dieser Richtung, auch stabil gewesen. Habiba Bamboleo, ole ole. Habiba Bamboleo, ole ole. Ich bin euch ehrlich, guck mal. Habiba Bambole. So wenig Text oder Wiederholungen in Hooks bin ich nie so Fan von. Eigentlich nie so. Aber wenn das so eine Dancehall-beweglichere Richtung ist, ein Sound, dann immer gut. Nur in dieser Richtung. Nicht dein Romeo. Ole, ole. Loco, loco wie Montana. Ole, ole. Habiba Bamboleo. Ich muss sagen, ist eine gute. Also es kommt wieder gut, kommt wieder gut. Also, ich sag euch eine Sache, Freunde. Vielseitiger Künstler, habe ich oft euch gesagt. Ich höre Kurdo aggressiv, natürlich am liebsten deep, auch so krass. Aber seit er wieder mit Miserable gekommen ist, diese Schiene
höre ich auch sehr gerne bei ihm. Ole, ole. Salam, salam, way, marhaba. Wir sind wieder in der Nacht gefangen. Ein paar Jungs aus Alcatraz. Und der Benz riecht nach Tabak. Ein paar Jungs aus Alcatraz, okay? Zweiter Part ist da. Erster Part ging klar, aber ich bin euch ganz ehrlich, bei so Songs, bei so beweglicheren Sachen, finde ich es so, ich glaube, da sind wir einer Meinung, ist die Hook viel, viel, viel mehr im Vordergrund als die Parts. Parts müssen einfach nur ihren Zweck erfüllen, aber Hook ist hier viel wichtiger. Hier ist viel wichtiger, dass ein Ohrwurm gelandet wird. Betrieb mich mit dem Globus, es blitzt, sie machen Fotos. International wie Toto, Haya Chiricoco, Haya Chiricoco. Krass, ne? Ey, ich bin euch ganz ehrlich, ey, der hat jede Single, die er released hat, habe ich, glaube ich, gut geredet. Keine Single, die ich schlecht geredet habe. Kann das sein? Vielleicht so ein bisschen so ein paar Stellen von Songs. Aber der liefert gerade, meiner Meinung nach, Kurdo liefert so krass ab. Ihr wisst, ich rede jeden schlecht, wenn es mir nicht gefällt. Egal, wer da gerade vor mir ist. Der liefert wirklich für mich gerade sehr ab. Ich bin draußen mit Badila, hab mich verlaufen auf der Straße, aber ich ruf dich an, Habiba. Habiba Bambole. Geil, okay. Ich freue mich jetzt wieder auf Pre-Hook. Auch die Stimme. Habiba Bambole, so ein bisschen länger gezogen. Er weiß, wieder mit den Tönen zu spielen hat, wo er die Stimme ein bisschen länger ziehen muss. Bisschen mehr rauskommt, bisschen mehr reingeht. Macht er gut. Ich bin nicht dein Romeo. Loco, loco wie Montana. Habiba. Okay, ist aber auch simple Hook. Also Pre-Hook ist ja das gleiche wie in der Hook, ne? Nur, dass in der Hook die Hook mehr ab, der Beat mehr abgeht. Aber es ist wichtig, dass du hier eine simple Hook machst, dass sich das jeder merken kann. Das ist bei so Songrichtungen sehr wichtig und ist eine simple Hook. Habiba Bambole. Ich bin nicht dein Romeo. Geht voll fit, bin ich euch ehrlich. So, kommt das an, ja salam ran. Digga, die Zeit damals war auch anders. Ich glaube, wenn er sogar diesen Song zu der Zeit gebracht hätte, wäre daraus auch ein Hit geworden. Das ist immer so die Zeit, weißt du? Die Zeit war damals ja noch alles anders. Deswegen aber, natürlich ist Ya Salam, was bewegliche Songs von Kurdo angeht, immer Nummer 1. Ole, ole, loco, loco wie Montana. Ole, ole, Habiba Bambole. Ole, ole, auch dieses Ole, ole, immer so zwischen den Lines als Lückenfüller, passt so gut zur Atmosphäre. Gut gemacht, gutes Ding. Ohrwurm gelandet, finde ich, checkt Kurdo ab. Bambo Leo. Finde ich gut, dass er so aktiv ist auch. Album trotzdem gebracht hat, dann Miserable Gift Edition noch gebracht hat und dann jetzt einfach nochmal Singles hier bringt. Boah, ich glaube, bei Gift Edition haben wir gar nicht alle Songs abgecheckt. Kann das sein? Bin gerade am Überlegen, ich bin mir gar nicht sicher. Kann sein, dass wir es gemacht haben, kann auch sein, dass wir es nicht gemacht haben. Auch nochmal schönes Outro so hier. Er sagt zwar nur, diese Wiederholungen sind hier einfach sehr passend. Aber jetzt so in deepen Tracks oder aggressiven Tracks, wenn du da ständige Wiederholungen bringst, hört sich keiner an, höre ich mir nicht an. Aber hier passt's. Ich find's abgeliefert. Ich freue mich auf die nächsten Sachen, sei es deep, aggressiv. Je nachdem. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Check Kurdo ab, check den Song ab. Support ist kein Mord. Passt auf euch auf. Haut rein und ciao.